Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal wieder einen ganz besonderen Platz in Worpswede zeigen. Und zwar ist dieses ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Worpswede zwar auf der einen Seite ein ganz kleines Dörfchen ist, auf der anderen Seite findet man hier Kunst, die wirklich sehr, sehr besonders ist. Konkret geht es nämlich heute um diesen Stein oder um dieses Denkmal und was das genau bedeuten soll, das gucken wir uns in diesem Video nochmal genauer an. Was ich euch aber schon mal direkt am Anfang erzählen möchte, ist, dass es sich bei diesem Denkmal um die einzige expressionistische Großplastik in Deutschland handelt und damit logischerweise auch um die größte ihrer Art. Und die steht ausgerechnet hier in Worpswede in einem kleinen Wäldchen, auch durchaus ein bisschen versteckt. Und was es damit auf sich hat, dass das Ganze mal ursprünglich als Büste von Bismarck geplant war, dann sollte es ein Kriegsdenkmal sein und letztlich wurde es dann nochmal umgewidmet als Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Und wie das alles so zusammenhängt, das wollen wir uns heute einmal in diesem Video genauer angucken. Wie so oft gibt es natürlich die verschiedensten Wege zu diesem Denkmal zu kommen. Wir sind hier bei dem Weiherberg, beziehungsweise schon so halb auf dem Weiherberg. Und wir gehen jetzt diesen Diesel-Oppelweg hoch. Und den habe ich extra gewählt, um nämlich ganz kurz zu erwähnen, ich wurde vor einer Weile gefragt, ob ich nicht auch ein Video über Liesel-Oppel und auch Ottilie Rheiländer machen könnte. Und tatsächlich hat dieses Video jetzt, beziehungsweise allgemein das nächste Video, auch so lange auf sich warten lassen, weil ich nämlich genau dieses Video über Liesel Oppel vorbereitet habe. Bis mir dann leider aufgefallen ist, dass ich das so in der Art, wie ich es eigentlich geplant hatte, gar nicht veröffentlichen darf, weil die Bilder von Liesel Oppel noch nicht gemeinfrei sind. Und insofern gibt es natürlich so ein bisschen rechtliche Sachen, die ich beachten muss. Und deswegen habe ich dieses Video dann, obwohl es schon fast komplett vorbereitet war, doch nochmal hinten angestellt, weil ich mich damit noch ein bisschen näher beschäftigen muss. Trotzdem kann ich euch natürlich erzählen, wenn man diesen Diesel-Oppel-Weg hier hochläuft, wie gesagt, auf den Weiherberg hinauf, dann kommt man hier nämlich an einem ebenfalls relativ versteckten kleinen Haus vorbei. Das ist ein sogenanntes Nurdachhaus. Das bedeutet, dass das Dach quasi bis auf den Boden hinuntergeht. Und in diesem Nurdachhaus hat Liesel Oppel ab 1954 gelebt. Vorher hat sie auch schon einige Jahre in Worpswede verbracht, aber immer an verschiedenen Orten. Und in diesem Haus hat sie dann die letzte Zeit vor allem gelebt. Liesel Oppel gehört zu der zweiten Künstlergeneration und hat tatsächlich ein sehr spannendes Leben geführt und auch tolle Bilder gemalt. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch dazu noch mal genaueres erzählen, aber das nur schon mal so ein bisschen nebenbei. Genau, und quasi genau neben diesem Haus von Liesel Oppel geht der kleine Weg weiter und führt uns direkt zu dem Denkmal, um das es heute eigentlich im Kern vor allem gehen soll, und zwar den sogenannten Niedersachsenstein. Der liegt, wie gesagt, hier mitten auf dem Weiherberg und ist ein bisschen versteckt, so vom Wald. Das heißt, wenn man den besuchen möchte, dann muss man ein bisschen genauer gucken. Allerdings ist der auch sehr gut ausgeschildert, insofern ist das grundsätzlich gar kein Problem. Der Niedersachsenstein ist insgesamt 18 Meter hoch und 14 Meter breit. Das heißt, der ist wirklich relativ imposant, auch wenn man davor steht. Und wurde am 10. September 1922 eingeweiht. Der Niedersachsenstein ist die einzige Großplastik im expressionistischen Stil und wurde entworfen von Bernhard Höttger. Höttger ist der Künstler und Architekt, von dem zum Beispiel der Worpsweder Buddha auch ist oder das Café Verrückt. Das hatten wir schon ein paar Mal besucht, oder von dem ist auch das Paula Muttersohn Becker Museum in Bremen entworfen worden. Aber zu Höttger selbst erzähle ich euch ein bisschen später noch was. Auf jeden Fall ist das ein Mensch und ein Künstler, der vor allem so dieses Ortsbild von dem, was man sieht von Worpswede, durchaus mitgeprägt hat.
Und ich habe ein paar Mal gelesen, dass viele Menschen nicht so richtig verstehen, was hier eigentlich abgebildet ist. Für uns war das, als wir den das erste Mal gesehen haben, relativ klar, dass das ein Vogel darstellen soll. Das ist sozusagen der einfache Teil. Allerdings sind auf diesem Vogel bzw. auf den Flügeln vor allem noch einige andere Darstellungen so reliefartig eingebaut. Und tatsächlich weiß niemand so ganz genau, was da eigentlich alles abgebildet ist, weil Höttger das auch nicht im Detail erklärt hat. Und teilweise hat er den Arbeitern da auch so ein bisschen freie Hand gelassen. Und insofern ist die Frage, ob Höttger das selbst komplett erklären könnte. Um diesen Stein herum sieht man 172 oder 73 Gedenksteine mit Namen von gefallenen Soldaten, die alle zu Worpswede gehörten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Und die sind quasi einmal komplett um diesen Niedersachsenstein herumgelegt. Und wir gehen da jetzt auch tatsächlich einmal drumherum, denn das kann man auch machen. Was ganz interessant ist, ist, dass nach wie vor unbekannt ist, was sich wirklich im Inneren dieser Plastik verbirgt. Also man weiß nicht so richtig, woraus die eigentlich gebaut ist. Man weiß nur, dass es außen gemauerte Ziegelsteine sind. Die kann man ja auch erkennen, das ist sozusagen das, was man von außen sieht. Darunter befindet sich Kalksandstein, aber was sich wirklich ganz im Inneren versteckt, weiß man nicht, wodurch dieser Stein wirklich konkret gehalten wird oder wie die Struktur da drin aussieht. Im Sockel befindet sich allerdings noch ein 6x4 Meter großer Raum. Ich habe teilweise gelesen, dass das so eine Art Hausmeisterwohnung mal sein sollte. Und dieser Raum oder diese Mini-Wohnung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlingswohnung quasi benutzt. Also da lebte einige Jahre eine geflüchtete Familie drin. Was vielleicht ebenfalls ganz interessant ist, ist, als der Niedersachsenstein vor rund 100 Jahren eingeweiht wurde, war der Weiherberg noch nicht bewaldet. Also hier an dieser Stelle, wo wir jetzt sehen, dass man da durch diesen Wald geht und drumherum ganz viele Bäume sind und der Niedersachsenstein dadurch auch relativ versteckt ist, da standen vor 100 Jahren noch keine Bäume. Und insofern war dieser Niedersachsenstein natürlich nicht versteckt gelegen, sondern sehr, sehr exponiert. Und man konnte den schon von weit weg sehen. Das ist heute halt ein bisschen anders. Und zum Beispiel konnte man auch bis vor ein paar Jahren auf diese Brüstung gehen. Also man konnte nicht ganz hoch auf den Niedersachsenstein, aber es gibt da, wo das jetzt so alles abgezäunt ist, da kann man hochgehen, da ist noch so eine Plattform. Und inzwischen ist sie, wie gesagt, oder wie man auch sieht, abgesperrt. Bis vor ein paar Jahren konnte man da hochgehen und hatte da auch noch so ein bisschen einen ganz netten Überblick quasi. Allerdings auch von dort oben konnte man nicht mehr wirklich vom Weiherberg runter sehen, sondern hat quasi so in die Bäume geguckt, was auch schön ist, was aber zum Bau des Steins garantiert noch anders war oder ganz sicher anders war. Leider ist die Plastik auch nicht mehr in so einem guten Zustand, deswegen ist sie halt auch abgesperrt. Wir sagen immer, der Vogel mausert sich so ein bisschen. Das heißt, leider platzen da immer wieder, gerade aufgrund von Frost oder auch von anderen Witterungsumständen, platzen da leider immer wieder Steine ab und dann beschmeißt einen der Vogel, wenn man Pech hat, mit diesen Ziegelsteinen. Das möchte man natürlich nicht. Und genau deswegen ist das jetzt leider abgesperrt. Und ich persönlich denke, relativ unabhängig davon, ob einem persönlich dieser Stil von Höttger hier gefällt oder nicht, wäre es schon schön, wenn die Plastik erhalten bliebe. Denn, wie ich schon erwähnt habe, ist sie tatsächlich die einzige expressionistische Großplastik, die wir in Deutschland haben. Insofern ist die kunsthistorisch auf jeden Fall bedeutend. Ob man sie jetzt persönlich hübsch findet oder nicht, ist dann natürlich nochmal eine andere Frage.
Aber es ist schon schade, dass das so nach und nach einfach verwittert und sie halt inzwischen jetzt so abgesperrt ist. Das sieht natürlich auch nicht mehr ganz so hübsch aus. Und wie ich eben schon mal kurz erwähnt hatte, ist es so, dass auf diesen Vogelschwingen oder auf diesen Flügeln Reliefe eingearbeitet worden sind, die nochmal so kleinere Bilder zeigen. Tatsächlich kann man nach wie vor gar nicht ganz genau sagen, was man da sieht. Da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Interpretationen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr da so seht. Es gibt so ein paar Sachen, die, ich sag mal, so Konsens sind. So sieht man zum Beispiel, wenn man von hinten auf die Flügel guckt, angeblich Mond, Sonne und die Erde. Und wenn man von vorne schaut, dann sieht man quasi zentral und als so eine Art Strahlenkranz ganz oben drauf eine Mutter mit ihrem Kind. Und vorne links auf dem Flügel soll man ein junges Paar erkennen können. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe da viele Sachen nicht so richtig, aber das ist so ein bisschen so das, worauf man sich quasi geeinigt hat, was man da erkennen könnte. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr da erkennt. Insofern schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Genau, ich hatte ja auch schon angekündigt oder angedeutet, dass der Niedersachsenstein eine relativ bewegte Geschichte hatte oder hat. Und vor allem ganz am Anfang, als es noch darum ging, wie dieser Niedersachsenstein eigentlich gebaut werden soll oder wie er aussehen soll oder was er überhaupt darstellen soll, da gab es tatsächlich viel, was immer wieder verändert wurde. Denn tatsächlich war es so, dass vor dem Ersten Weltkrieg hier eine Bismarck-Statue geplant war. Nachdem der Weltkrieg dann aber begonnen hatte, wurde ein Siegerdenkmal geplant, weil man natürlich davon ausging, dass Deutschland gewinnen würde. Wie wir alle wissen, kam es nicht dazu, aber da kommen wir gleich zu. Und dann war es nämlich so, dass Fritz Markensen, ein anderer Vopsweder Maler, den wir auch schon ein paar Mal hatten in Videos, sich dafür einsetzte, dass Bernhard Höttger den Auftrag für dieses Siegerdenkmal bekam. Das war 1914. Und Höttger plante daraufhin eine ungefähr 3 Meter hohe Statue, die einen Jüngling mit großen Flügeln zeigen sollte. Leider habe ich dazu keine Zeichnung gefunden. Ich weiß nicht, ob es welche gibt. Das wäre schön, dann würde ich euch die jetzt hier zeigen, aber ich habe tatsächlich keine gefunden. Ich stelle mir das Ganze so ein bisschen Icarus-artig vor, aber das ist nur so das Bild, was ich dazu vor Augen habe. Und dann war es nämlich so, dass ab 1916 zum einen beim Bau an sich es immer wieder zu Verzögerungen kam und die Erkenntnis, dass der Krieg dann doch anders laufen würde bzw. anders lief, als die Menschen sich das ursprünglich gedacht hatten, sickerte auch durch. Und daraufhin wurde dann beschlossen, dass dieses Denkmal zwar grundsätzlich gebaut werden sollte, aber man einen Neuentwurf brauchte und auch eine Umdeutung. Daraufhin setzte Höttger sich wieder hin und plante eine Gedenkstätte für die Gefallenen. Und diesen neuen Entwurf stellte er dann 1921 vor. Allerdings war das Echo auf diesen Entwurf relativ unterschiedlich. Manche waren sehr begeistert, darunter zum Beispiel auch Ludwig Roselius, den wir ja auch schon ein paar Mal kennengelernt haben als allgemeinen Kunstmäzen hier in Worpswede. Und der übernahm dann tatsächlich auch die Hauptfinanzierung für dieses Denkmal. Und das Grundstück wurde vom Worpsweder Kirchenspiel zur Verfügung gestellt und es gab tatsächlich auch einige, heute würde man sagen, so Crowdfunding-Aktionen. Also es wurden Spenden eingesammelt für dieses Denkmal. 1922 konnte der Niedersachsenstein dann auch schon eingeweiht werden. Also hier ging der Bau dann deutlich schneller, obwohl die Statue viel, viel größer war als das, was ursprünglich geplant war. Und auch da
kann man sagen, dass das Denkmal direkt ein sehr geteiltes Echo hervorgerufen hat. Manche waren davon begeistert. Es gab aber auch einiges an Kritik, auch zum Beispiel in den Bremer Zeitungen. Und dann war es so, dass das Denkmal einfach stand und Höttger hat es so beschrieben, dass er sich hier einen Vogel, der sich zum Himmel erhebt, vorstellt oder dass so seine Idee davon war. Und obwohl Höttger mit den Nazis sympathisierte, galt seine Kunst ab 1936 als entartet und auch der Niedersachsenstein stand kurz vor dem Abriss. Wie wir sehen, kam es dazu nicht, aber gerade in der Zeit, wo man sich denkt, dass diese Bildsprache durchaus passend erscheint für quasi so eine Nazi-Symbolik, kam die Statue überhaupt nicht gut an. Genau, wie ich gerade schon angedeutet habe, sympathisierte Bernhard Höttger ganz klar mit den Nazis, trat sogar quasi freiwillig und relativ früh in die NSDAP ein, wurde letztendlich tatsächlich ausgeschlossen, nachdem dann 1936 die Kunst von Höttger auch als entartet galt. Und tatsächlich ist es so, dass 1937 als zahlreiche Kunstwerke nicht nur von Höttger, aber eben auch von Höttger aus deutschen Museen entfernt wurden. Dabei sind ganz, ganz viele Kunstwerke und kleinere Statuen von Höttger entweder zerstört worden oder verschwanden. Also letztendlich haben wir tatsächlich gar nicht mehr so viele von seinen Kunstwerken. Das führte dann tatsächlich auch dazu, dass er aus Berlin, wo er seit 1934 gelebt hatte, 1943 nach diesem Ausschluss aus der NSDAP in die Schweiz flüchtete, wo er 1949 letztendlich gestorben ist. Und insgesamt ist Höttger tatsächlich eine ganz, ganz interessante Figur, die ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht hat. Und wie gesagt, er hat das Ortsbild von Worpswede gerade durch das Café Verrückt oder auch die große Kunstschau oder auch das Grabmal von Paula Modersohn-Becker natürlich durchaus signifikant mitgeprägt. Auch in Bremen hat er ganz prägnante Spuren hinterlassen. Und insofern, glaube ich, dazu kann man nochmal ein eigenes Video machen. Das will ich hier deswegen gar nicht so ausbreiten, aber auf jeden Fall ist das eine ganz interessante Person. Heute sollte es, wie gesagt, vor allem um diesen Niedersachsenstein gehen. Und ich hoffe, das war ganz interessant. Und jetzt zeige ich euch noch einmal, wie ich schon erwähnt habe, zum einen ist der Niedersachsenstein inzwischen mitten in so einem kleinen Wäldchen, das sehr nett ist. Hier kann man schön spazieren gehen, ein paar Eichhörnchen beobachten oder andere Waldtiere. Und vom Niedersachsenstein aus kann man natürlich auch dann direkt über die Kuppe des Weiherbergs zurück in den Ort gehen und dann einfach in Worpswede wieder spazieren gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, liked es gerne, kommentiert gerne, abonniert natürlich gerne den Kanal und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob ihr den Niedersachsenstein schon kanntet und was ihr vielleicht in dieser Figur seht oder ob ihr vielleicht Reliefe tatsächlich genauer erkennen könnt.